Was geht ab, Manu Seafighter? Osiris hier mit einem weiteren Video zum Teamrating. Das zweite Teamrating-Video. Erstmal Props an euch, Leute. Da sind wirklich sehr viele Nachrichten eingegangen. Macht weiter so. Aber eine kleine Anmerkung zu den Nachrichten. Ich sage immer, ihr könnt mir jeden Freitag eure Teams senden mit eurer Charakterliste und so weiter und so fort. Mit dem Hashtag Team Osaru. Dann werde ich da mir ein paar Teams zufällig raussuchen und in dem Samstag-Video präsentieren quasi und bewerten. Heißt im Umkehrschluss nicht, dass ihr mir auch unter der Woche eure Teams senden könnt oder wenn ihr jegliche Hilfe braucht, könnt ihr mir gerne eine Privatnachricht schreiben. Dann natürlich schreibt mir einfach eine normale Nachricht ohne diesen Hashtag, damit ich weiß, okay, ich kann die Nachricht öffnen und darauf eingehen. Also wirklich, wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht in Sachen Dokkan Battle oder irgendwas anderes, könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht schreiben, eine Privatnachricht. Aber in Sachen, wenn ihr wirklich in einem Video vorkommen wollt, dann bitte jeden Freitag euer Team senden mit dem Hashtag Team Osaru auf Twitter oder Discord bitte. Instagram nicht, denn auf Instagram habe ich keinen Zugriff, wie gesagt, auf mein Archiv über den PC. Aber dann natürlich könnt ihr mir auf Instagram auch eure Privatnachrichten senden, aber nicht die mit Hashtag Team Osaru, Leute, bitte. So viel nochmal dazu zur Aufklärung und natürlich vielen lieben Dank an euch, dass eure Teams so... Also kam wirklich, war wirklich wieder sehr, sehr viel, deswegen hoffe ich mal, dass wir mehr Teams als letztes Mal reinbekommen und fangen sofort an. Also, unser erster Boy ist der Abdullah. Abdullah, vielen lieben Dank für deine Einsendung. Er schreibt, er drückt am Ende die Hashtag Team Osaru. Wie findest du mein Mono-Strength-Team? Verbesserungsvorschläge? Fragezeichen. Nun gut, dann gehen wir mal her und schauen uns sein Mono-Strength-Team an. Er hat auf jeden Fall den richtigen Leader gesetzt. Super Saiyan 4 Goku ist der Super Strength Leader. Das ist sehr, sehr gut. Heißt, es wäre eigentlich besser, wenn er Super Strength Charaktere hätte. Wir haben vierfachen Goku, Trunks GT, gute Unit, Vegeta, dreifache Omega Shenlong, Vegito und Super Vegeta. Hier würde ich auf jeden Fall dann hergehen und mir den Omega Shenlong ins Visier nehmen, da er von Extreme Strength Type ist. Also eine Ausbaustelle hätten wir auf jeden Fall mal. Die anderen Charaktere sind eigentlich wirklich gut. Nur den dreifachen Vegeta tust du noch auf jeden Fall Dokkan erwecken, bitte. Also gut, schauen wir mal an. Okay, wir sehen schon. Okay, er hat wirklich bessere Karten. Also Omega Shenlong hauen wir schon auf jeden Fall mal raus. Und von hier würde ich eventuell nehmen, wir sehen den Blue Goku, Blue Vegeta. Das wäre eigentlich gar nicht mal so ein schlechtes Duo. Wobei der Blue Goku leider kein Awakening hat. Eventuell könnte man den Blue Vegeta reinnehmen. Das ist eine Option, wenn ich ehrlich bin. Denn er bekommt 100%, wenn er ultet. Oder den Super Saiyan 3 Vegeta. Denn er hat zwar noch kein Awakening, bekommt aber Attack und F plus 70%, wenn die HP über 30% sind. Und er hat einen Linksel GT. Und wenn das Team betrachten, dann hat das auf jeden Fall viele GT-Charaktere. Wir haben den vierfachen Goku Trunks GT. Okay, das sind zwei. Aber die würden es trotzdem gut linken. Dreifache Vegeta fungiert als Tank und Stunner. Okay, Vegito wird an Zug und Elle Vegito. Kann man spielen. Super Vegeta ist auch gesetzt. Heißt, ich würde eventuell, schauen wir uns mal die zweite Liste an. Da ist noch eine Liste. Das ist so ziemlich fast dieselbe Liste. Okay, dann betrachten wir nur die erste quasi. Hier würde ich hergehen und mir dann von all den Blue Vegeta rauspicken. Denn Blue Vegeta bekommt 100%, wenn er ultet. Und das macht... Also es ist wirklich ein guter Damage Output. Heißt, wenn wir rein auf Damage Output gehen, würde ich statt Omega Shenlong noch den Super Gogeta, sage ich. Den Vegeta Blue reinhauen, dann ist sein Team auf jeden Fall in Ordnung, Abdullah. Also vielen Dank fürs Einsenden. Und so würde ich quasi sein Team setzen. Das wäre dann auf jeden Fall schon ein besseres Team. Alles klar, kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist von Armin1032, Hashtag Team Osaru. Ja, GG. Schauen wir uns mal sein Team an. Und zwar hatte ein Shadow Dragon Team. Ich habe vorhin auch keine Kraftliste, macht nichts. Könnt ihr mitsenden oder nicht. Aber dieses Team hier, wenn wir uns das betrachten, das Shadow Dragon Team, ist quasi in der momentanen Meta das beste Shadow Dragon Team, das man sich bauen kann. Denn das sind die besten Shadow Dragon Charaktere. Wir haben Omega Shenlong ganz klar als unseren Leader. Dann haben wir Sin Shenlong in einer Rotation mit Omega Shenlong, halten ihn immer in einer Runde mit unserem Omega Shenlong. Vierfacher Gogeta mit vierfacher Vegeta in einer Rotation. Und dann kommen wir auf unsere zwei Rotationscharaktere. Pan GT. Guter Supporter, gibt gute Angriff und Death Boost. Und Trunks GT, wenn er Dude reinkommt, sorgt er mit GT Linksel zum einen für Ki. Aber auch dann, wenn er in die Rotation mit Vegeta oder Gogeta kommt, liefert er noch Super Saiyan etc. Und er bekommt durch seine Passive 100% auf den Angriff, wenn er ultet, wenn er eine Super Attack macht. Also das Team wirklich 1A, das beste Shadow Dragon Team, was man momentan in der Meta bauen kann. Also Props an dich auf jeden Fall, Armin. Gut, Team Nummer 3 ist... Ihr seht schon, es geht ein bisschen zügiger. Ich habe die Link-Skills quasi da weggelassen, weil das quasi nochmal eine Bestätigung war, dass die Charaktere gut linken. Aber ich sage das ja auch euch im Prinzip quasi wie hier. Omega Shenlong, Sin Shenlong, teilen sehr gute Link-Skills. Shadow Dragon, GT
und so weiter und so fort. Vier Battle und vierfacher Gogeta mit vierfacher Vegeta und so weiter und so fort. Das war dann nur noch nur quasi das mit den Link-Skills, das Grafische, dass ihr das nochmal seht. Aber wie gesagt, im Umkehrschluss war das doppelt gemoppelt und so können wir mehr Teams reinnehmen. Darauf habe ich jetzt diesmal Wert gelegt. Würde mich auf ein Feedback freuen, wie ihr das findet, dass ich mehr Teams reinbringe, auf das Grafische verzichte. Quasi so genau das 1 und 1 euch vorstelle und ob das euch auch so reicht. Oder ob ihr es anders besser wollt oder besser fandet. Oder ob ihr es jetzt besser findet, Leute, wenn ihr mich das in den Kommentaren wissen lässt. Würde ich euch auf jeden Fall danken. Alles klar. Team Nummer 3, wie gesagt, von Berserker. Hashtag Team Osaru. Hi Osaru, Berserker hier. Was geht ab, Mate? Ich liebe Dragon Ball und spiele Dragon Battle schon seit über einem Jahr. Saiyan-Charaktere werden immer gehypt, aber ich finde immer wieder mehr, dass Villains-Charaktere immer wie mehr bockt. Sehe ich auch so. Hier siehst du mein Villain-Team, welches ich recht oft benutze. Bei dem Team ist es das Ziel, MZ und LR Goku zum Schein zu bringen. MZ schaue ich gleich, wenn er meint. Weil diese beiden recht oft unterschätzt werden, würde mich über eine Analyse sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Berserker. Freundliche Grüße gehen auch raus an dich, Berserker. Also, folgendes Team. Wir haben, ein sehr gutes Team. Fühlen Zamasu ist unser Leader. Heißt, als Friend nehmen wir Rosé, damit wir auch gut Key bekommen. Denn Fühlen Zamasu gibt nur ein Key, aber 70% auf den Boost. Dann nehmt ihr als Friend auf jeden Fall Rosé. Fühlen Zamasu 100%, Rosé ist drin, Goku Black auch 100%, LR, Rosé und Zamasu. Diese vier Charaktere behältst du auch in dem Team, die hast du sehr, sehr gut gesetzt, mein Freund. Denn die teilen sich so gute Link-Skills und Rosé und Goku Black gehen den Villains natürlich noch Key-Boost. Das ist sehr, sehr gut und wichtig. Omega-Stellung 100% kann man auch drin lassen auf jeden Fall, weil er 100% ist. In dem Villain-Team, klar, nimmst du quasi deine besten Villains, um es einfach zu betrachten. Und das hast du auch gemacht. Und Janemba. Okay, schauen wir uns mal die Charakterliste an. Die Charakterliste gibt schon einiges mehr heraus. Einiges mehr, Berserker. Du hast da Janemba reingetan, weil Janemba sich ein bisschen besser linkt mit dem Team. Aber du hast zum Beispiel auch einen 100% Cooler. Du kannst auch genauso gut einen 100% Cooler reinhauen in das Team. Dann hättest du ein fast quasi 100% Team. Oder auch die alle Androids, also auch 100% sind. Oder du gehst her und verzichtest nicht auf dein LR Broly. Denn LR Broly teilt sich gute Link-Skills mit Goku Black zum einen, mit Rose auch, Super Saiyan und so weiter und so fort. Die wichtigsten, sage ich mal, und bekommt eh durch die Rotationen die ganze Zeit Ki. Heißt, das sind so quasi seine besten Charaktere im Austausch für Janemba. Wenn du hergehen möchtest und sagst, okay, also deine Hauptkomponenten sind wirklich Fusion Zamasu, Rose Goku Black und LR Rose Zamasu. An deiner Stelle würde ich, wenn ich ehrlich bin, um es nochmal mächtiger zu machen, weil du kannst da auf jeden Fall LR noch reintun, LR Broly reintun. LR Androids sind zwar 100%, aber LR Broly ist deutlich besser als LR Androids. Also würde ich für Janemba, ist auch noch Strength-Type, für einen anderen Strength-Type ersetzen, für LR Broly. Dann gehst du her und hältst Super Saiyan Rose mit LR Broly in einer Rotation. Er bekommt durch die Pässe von Rose Ki, er bekommt Super Saiyan Fierce Battle und so weiter und so fort. Und Fusion Zamasu hältst du mit LR, Rose und Zamasu in einer Rotation. Er bekommt die wichtigsten Link-Skills quasi fast alle außer Legendary Power. Heißt, das wären dann zwei Rotationen. Rotationscharakter ist Goku Black und in dem Fall Omega Shenlong. Omega Shenlong würde ich statt Cooler drin lassen, denn Omega Shenlong ist die deutlich beste, also deutlich nicht, aber die bessere Karte als Cooler. Und die ist bei dir auf 100%. Wenn sie in Rotation reinkommt, macht er auf jeden Fall seinen Job. Und dann würde ich quasi, wie gesagt, statt Janemba Broly reintun. Dann hast du wirklich ein Spitzenwillen-Team. Props an dich. Nun gut, gehen wir weiter. Wir haben Graven. Graven als nächster. Graven schreibt, kann ich bei diesem Team irgendwas verändern und bitte raten. Hashtag Team Osaru. Okay, schauen wir uns mal dein Team an. Wir haben hier ein Super-In-Team. Super-In-Team. Richtiger Leader ist gesetzt. Super Gogeta. Vegeta Blue, gute Karte. Future Trunks, gute Karte. Ui Goku, gute Karte. LR Piccolo und Supporter Super Saiyan Goku. Sieht schon mal sehr gut aus, aber schauen wir uns mal die Charaktere an. Okay, was wir hier sehen. Okay, er hat quasi seine besten Charaktere benutzt, aber was ich interessant finde hier, also ich würde eigentlich an dem Team nichts ändern. Das Team hast du aus den deinen Karten wirklich das Beste gemacht. Aber, worauf ich hinaus will, ist, du hast etwas Interessantes gemacht. Du hast sowohl Goku Jr. Super Saiyan als auch Goku Jr. normal als auf 100%. Heißt, die beiden in einer Rotation wären eventuell auch ein bisschen schön, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, dein Team passt wirklich. Muss nicht eigentlich da was ändern. Nee, das Team würde ich auf jeden Fall so lassen. Das ist wirklich ein gutes Team. Rotation kann zum Beispiel halt ein Gogeta, Ui Goku, Vegeta Blue mit Super Saiyan Trunks. Und
Rotationscharakter sind dann LR Piccolo und Super Saiyan Bardock, sag ich. Goku, aber mal eine Bitte an dich, oder wenn du das mal testen könntest und uns das wissen lässt. Mich würde mal interessieren, wie sich wirklich Goku Jr., Super Saiyan und Goku Jr. auf 100% beide in einem Team tun, in einer Rotation. Denn beide teilen sich so gut wie in Linkskin, weil es ein und dieselben Charaktere sind. Klar, der eine hat noch Super Saiyan. Aber zum Beispiel könntest du mal hergehen und provisorisch einfach mal kurz machst alle Piccolo raus, Super Saiyan Goku raus und dann testest du mal die beiden in dem Team. Das würde mich auch interessieren, wie die sich machen. Wäre quasi so ein Shoutout an dich, dein letzter Rotationscharakter Super Saiyan Trunks, der dann für Ki sorgt. Und Ultra Instinct Goku, der dann auch reinkommt als unfertiger Charakter, noch ohne Transcendent Ultra Wear Version und auch für Ki sorgt etc. Also, Shoutout an dich. Eventuell probierst du das mal und lässt uns wissen, was da so ging. Wäre wirklich cool von dir. Okay, dann haben wir Leafa. Hashtag Team Osoru, bin mal gespannt, was für Verbesserungsvorschläge du hast, beziehungsweise wie du das Team bewertet ist. Mein Hauptteam physisch Super Saiyan 3 Gotenks plus beide Gogetas sind SA10. Liebe Grüße gehen raus an dich. Okay, wir haben ja ein Fusion Team. FIFA Gogeta ist gesetzt, Leader. Seal Tanks sehr, sehr gut gesetzt. Dreifacher Gotenks auch perfekt gesetzt. Und Super Gogeta, das sind die vier Hauptcharaktere in dem Fusion Team. Also schon mal sehr gute Karten. Also haben wir als Rotationscharakter Pandel, sehr guter Rotationscharakter. Kann man auf jeden Fall drin lassen, eine gute Supporterin. Und Strength Gotenks. Eventuell könnte man den Strength Gotenks ändern, da müssen wir uns noch deine Liste anschauen. Aber bis dato kannst du auf jeden Fall vierfach Gogeta und Super Gogeta in einer Rotation halten und den dreifachen Gotenks physisch mit Seal Tanks. Alright, dann schauen wir uns mal die Charakterliste an. Oh, okay. Das hier ist interessant, das ist interessant. Du hast quasi aus deinen Charakteren wirklich da schon das beste Team gebaut. Nur, wie gesagt, könnten wir vielleicht Gotenks ins Visier nehmen. Warum ich das Team so interessant fand, vor allem die Charakterliste, denn du hast Fusion-Charaktere. Und diese Fusion-Charaktere, Leute, zählen natürlich auch in die Fusions-Kategorie. Also behalte das im Hinterkopf. Denn eventuell könntest du hier wirklich, also auf Kulisa und Selisa würde ich verzichten, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, die harmonieren nicht so gut im Team mit den anderen Hero-Fusion-Charakteren. Aber Kakarot und Bardock-Fusion, dem könntest du auf jeden Fall einen Wert geben, weil es auf jeden Fall ein Awakening hat. Oder Virus. An der Stelle glaube ich wirklich nicht, dass seine Charaktere Key-Probleme haben, weil es wirklich ein Fusion-Team ist und die haben wirklich sehr gute Link-Skills. Deswegen könntest du auf Virus verzichten. Aber statt Gotenks, weil Gotenks die Sache so, er muss in der ersten Stelle sein, damit er 100% auf den Angriff bekommt. Wenn das nicht ist, bekommt er 77%, ist auch nicht schlecht. Aber als Rotationscharakter gibt es vielleicht bessere Optionen, beziehungsweise würde ich ihn nicht als immer in der Rotation halten, weil deine beiden Rotationen sehr gut sind mit Physisch-Tanks. Also God-Tanks und Sea-Tanks und Gogeta und Super-Gogeta. Panel-Rotation-Charakter lässt du drin. Gotenks könntest du eventuell für hingehen und versuchen gegen... gegen Bardock, Kakarot-Fusion, wie er sich macht, vor allem erweckt. Oder du tust deinen Super Saiyan Gotenks Dokkan erwecken. Den könnte ich auch auf jeden Fall als Rotation-Charakter vorstellen, da er ein Stunner ist. Oder du versuch mal Virus. Also da sind ja auf jeden Fall auch Möglichkeiten gelassen. Aber ansonsten kannst du das Team auch auf jeden Fall benutzen. Wie gesagt, Gotenks kann man eventuell umtauschen. Und zu guter Letzt, Leute, haben wir noch Naruto der Echte. Hier eine Frage an euch, Leute. Naruto der Echte nicht persönlich nehmen. Aber du hast hier einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar würde ich die Frage gerne an euch stellen, Leute. Was hat Naruto der Echte hier als Fehler gemacht? Ein kleiner Tipp, bedenkt dabei den Leaderskill von dem neuen Tech Vegito Blue. Schaut euch das Team an. Charakterliste war dabei, jedoch mehr oder weniger dieselben Charaktere. Leute, würde mich gerne wissen lassen, was ist hier der Fehler? Was könnte unser Boy Naruto der Echte hier besser machen? In den Kommentaren könnt ihr mir das gerne wissen lassen und auch Naruto den Echten. Die Auflösung gibt es dann im nächsten Team Rating Video. Ich hoffe, das Team Rating Video Nummer 2 hat euch soweit gefallen, Leute. Und ich freue mich dann auf jeden Fall auf das nächste. Bis dahin, habt schöne Tage. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.